Und somit herzlich willkommen zu den Februar News mit mir, dem Sachsen-Let's Player und Robert. Robert? Ja, schade, Robert ist nicht da. Egal, fangen wir an. Vor Fragen aufkommen, beatsrebels.in. Danke. So, im Februar gibt es wieder vier kleine Kategorien. Einmal Zwangsbeschäftigung, einmal Let's Play-Projekte, Gameplays, einmal mit Vorstellungen, einmal eine FAQ. Ja, das erste hört sich doch schon irgendwie komisch an oder wundervoll, je nachdem, wie man es sehen will. Und dazu kommen wir dann auch gleich mal jetzt. Ja, ich habe eine kleine Zwangsbeschäftigung bekommen. Wie einige wissen, bin ich ausgebildeter Einzelhandel, als Verkäufer im Einzelhandel. Und ja, suche ja seit letztes Jahr, seit ich meine Lehre beendet habe, natürlich eine Arbeit. Das ist natürlich nicht unnormal, das bei uns hier im Osten oder es ist allgemein in Deutschland nichts Ungewöhnliches, dass man nach der Lehre keine Arbeit findet. Gerade nicht in diesem Beruf. Ja, und ja, bis jetzt hat das ja eigentlich alles so funktioniert. Ich schreibe Bewerbung, ich suche Arbeit, kümmere mich nebenbei um YouTube, nebenbei spiele ich noch ein bisschen und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Top, aber jetzt soll ich eine kleine Zwangsbeschäftigung machen. Das heißt, ich mache diese Zwangsbeschäftigung. Diese Zwangsbeschäftigung mache ich das gleiche wie hier, denn ich hocke am Computer, suche dort Arbeit und komme dann wieder heim, mache dann YouTube und dann ist der Tag rum. Ja, deswegen, ja, wenn er denkt, ihr müsst die Steuergelder so rausschmeißen, ich würde es nicht bezahlen. Deswegen bin ich vom 7.2., sprich nächste Woche Donnerstag, bis 20.3., das ist dann auch irgendwann mal donnerstags, in dieser Zwangsbeschäftigung drinne und das verschiebt sich oder das merkt ihr dann an den Mod-Vorstellungen, wo wir dann etwas weiter nach hinten kommen werden. Im Endeffekt werdet ihr so viel gar nicht von dieser Zwangsbeschäftigung mitkriegen. Ich versuche trotzdem permanent hin online zu bleiben, das dürfte dort kein Problem sein. Und ja, das wär's dann eigentlich auch schon wieder. Dazu kommen wir nämlich gleich mal zum zweiten Aspekt, was diese Zwangsbeschäftigung dann doch etwas umstrukturiert in diesem Kanal. Ja, wie ihr sicher ja wisst, wird am Mittwoch, sprich am 6. Februar, die Let's Play-Reihe Edna bricht aus auch vorbeigehen. Ich habe sie am Wochenende durchbekommen. 25 Folgen sind es ja insgesamt geworden und jetzt stehe ich wieder da ohne Let's Play-Projekte. Der Zustand der aktuellen Spiele-Releases macht es aber auch leider nicht einfacher zu entscheiden, was man zunächst so Let's Playt. Dead Space auf jeden Fall nicht. Obwohl ich es da von rein rechtlich her, also von Lizenz-Scheiß her, könnte, aber nee, ist nicht. Dead Space ist nicht mehr Dead Space. Dead Space ist, keine Ahnung, Alarm für Cobra 11, so voller Action ohne Sinn. Deswegen habe ich jetzt schon mal angefangen, Gameplays vorzuproduzieren. Und zwar einmal von World of Tanks. Ich habe euch ja schon längst mal versprochen, wenn da mal Videos kommen. Ich halte mich jetzt für mehr oder weniger etwas besser als am Anfang. Deswegen kann ich da jetzt auch Gameplays zeigen. Von League of Legends werden einige Gameplays noch wiederum folgen. Und es werden keine Gameplays mehr von Warz bringen, ja? Früher hat meine Mutter die Warzen weggemacht. Heute geht Paul zum Arzt. Mit Warz! Ja, warum kein Warz mehr? Weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe zwei Gameplays rausgebracht und das war eine Zeit, wo das allgemein so ein bisschen ging wieder. Und ja, die Free Hacks sind weg. Jetzt kommen die Premium Hacks und die Premium Hacks werden für $12 pro Monat rausgeschmissen. Wer das umrechnen kann bei den aktuellen Eurokurs, $12, das entspricht, wenn der Kurs mal gut ist, so 7 bis 6 Euro. Das hält die Kinder natürlich auch nicht davon ab, diese Premium-Hacks dann zu kaufen. Von daher lohnt sich das Ganze nicht mehr und ich verkaufe diesen Warset-Account aktuell bei eBay. Wollt ihr ihn euch kaufen? Link in der Beschreibung. So. Ansonsten, Let's Play-Projekte sind nun halt noch nicht geplant. Ich weiß noch nicht, was genau. Chaos auf den Denipopia. Vielleicht, dass so einfach mal in dem Point-and-Click-Adventure-Genre drinnen bleiben. Muss mal gucken, weil da müsste ich mit dem ersten Teil anfangen und nicht mit dem zweiten. Wie gesagt, mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall World of Tanks, LOL, sind schon mal ein paar da. Ich habe noch über einen Autotransport-Simulator 2013 ein Video fertig und eh LOL-Video ist noch schon ziemlich alt, das habe ich auch schon Zeit.
längeren in der Verankerung. Also, ich werde es auf jeden Fall so machen, mit jedem Tag mindestens ein normales Video kommt plus Mod-Vorstellung. Und wenn die Let's Play-Reihen dann doch wieder anfangen, dann sind es halt mindestens zwei Videos am Tag plus Mod-Vorstellung. So, kommen wir da auch gleich mal zum nächsten Thema. Und da geht es auch gleich mal um die Mod-Vorstellung. Also, dank der Zwangsbeschäftigung kann ich euch Mods immer erst abends präsentieren. Das heißt auch nicht, dass ich tagsüber diese Mods testen kann, aufnehmen kann und dann erst abends hochladen kann. Nein, sondern ich muss dann alles erst abends machen. Ich heiße, ich muss auf Mordhorster gehen, muss mir den Spaß angucken, muss sagen, ist gut, ist nicht gut, muss das ins Spiel kopieren, muss das spielen, muss da Video drüber machen, muss das rendern, muss Thumbnails machen, muss es hochladen, ihr könnt sehen, ihr freut euch. So. Das wird dann halt alles erst abends gemacht. Das Ganze würde dann, wenn würde das passieren, kann so vielleicht 4:30 mit den Scheiß anfangen. Ja, so lange geht diese Drecksbeschäftigung. Und ja, deswegen kommen Mod-Vorstellungen erst abends. Da bitte nicht wundern. Als zweites könnt ihr mir jetzt offiziell Mod-Wünsche per PN schicken. Dabei solltet ihr die Regeln beachten. Und die Regeln, die sage ich jetzt hier einmal. Die Regeln bestehen daraus, dass ihr von mir aus jeden Mod für den LS 2013, ja, 13, nicht 11, mir schicken dürft. Die Voraussetzungen liegen darunter, und mit der Mod nicht älter als 7 Tage ist, nicht schon 1000 Videos über diesen Mod existieren, ja. Und es sind nicht die Muttersünde, die ich auf meiner Igno habe, beziehungsweise die sich in der Zeit als sehr undankbar herausgestellt haben. Wer mein Video LS Mod-Vorstellung, also LS 2013 Mod-Vorstellung Undankbarkeit hoch 3 angeguckt hat, weiß, wer diese Modder sind. Falls nicht, kann ich es auch nochmal einzeln auflisten. Als letzter Punkt habe ich noch, ich bin modderfreundlich. Ja, ein kleiner Punkt vielleicht, der an die Modder geht, falls die diese Videos überhaupt schauen. Ich bin modderfreundlich. Wie kennt ihr das? Wie, ich bin ausländerfreundlich, ich bin inländerfreundlich, bin ich auch modderfreundlich. Das heißt, wenn ich Videos über eure Mods mache, mache ich das im Positiven. Außer die Mods sind so scheiße, mit sie einfach nur zerbasht werden müssen. Dann seid ihr aber auch selbst dran schuld. Bestes Beispiel, ihr bringt irgendeine Sämaschine mit 5 Kilometer Breite raus. Oder es sieht einfach nur scheiße aus. Von daher möchte ich einfach nur, dass man diese Streitigkeiten, die es bei den letzten Moddern gab, einfach mal abstellt und das Ganze halt mal vernünftig klärt. Und nicht halt auf die Art, sprech Hochdeutsch, bla bla bla, weil sowas ist einfach nur nicht unmenschlich, auch sowas ist untermenschlich, ja? Also, unter Menschen, ja, könnte man fast als Diskriminierung ansehen, ist es aber nicht. Ich habe mich vorher informiert. Von daher, ich bin modderfreundlich. Ich versuche mit diesen Videos erstens euch zu helfen. Erstens kriegt ihr dadurch mehr Downloads. Zweitens wissen die User, wo sie dran sind. Und drittens, es bringt euch nur was. In dem Sinne, ich bin modderfreundlich. So, da mal auch gleich noch zum letzten Thema. Eine kleine FAQ. Warum eigentlich FAQ, kann man jetzt nicht so genau sagen, aber ich bekam in der letzten Zeit immer häufiger Fragen. Und ja, das mag zwar jetzt noch gehen, alle persönlich zurück zu beantworten, aber irgendwann wird es halt nicht mehr gehen. Deswegen sorge ich da halt jetzt schon mal vor. Ja, die erste Frage, die mir in der letzten Zeit häufig gestellt worden ist: LS13, Multi? Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Wollen tue ich gerne, können tue ich nicht. Gerade jetzt in diesen 2 Monaten bzw. 6 Wochen mit dieser Zwangsbeschäftigung wird das gleich gar nicht mehr möglich sein. Sobald ich irgendwie wieder Zeit finde, werde ich natürlich versuchen, mit dem Landwirtschaftssimulator irgendwas wieder reißen zu können, weil die Mod-Serien reißen ja auch nicht ab. Also es wird ja immer noch gemoddet, wie als wäre es am ersten Tag draußen. Und deswegen können wir es später irgendwann mal versuchen, wenn sich das Ganze beruhigt hat, Multiplayer zu zocken. Aber aktuell ist es leider nicht möglich. Als zweithäufigste Frage, die immer kam, bin ich eigentlich der Meinung, entweder tun die Menschen oft dumm oder sie wollen mich einfach nur trollen. Komme ich aus dem Osten? Nee, Sachsen hat Player, ist nur eine Dornung. Ich komme von oben an der Küste, sprech platt, weißt du? Aus Hamburg komm ich. Junge, Junge, nee, ich komme aus Bayern. Bayern komm ich. Nö. Oder aus dem Schweizer Lande. Grüß dich, ne? Wie geht's? Na klar komme ich aus dem Osten. Meine Fresse.
Dritte Frage, die mir immer häufiger gestellt worden ist, nicht nur auf Modhoster, sondern auch hier in YouTube. Bist du Modder, beziehungsweise kannst du mir sagen, wie ich das und das modde? Nein, ich bin kein Modder. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Mensch auf YouTube, der diese Mods vorstellt und ich habe von Modden direkt keine Ahnung. Ich kann mir zwar vorstellen, wie das Ganze geht, habt ihr auch schon mal ein paar Videos drüber gesehen, aber Ahnung habe ich davon nicht. So, das war's eigentlich mit der Dezember-News. 10 Minuten gequatscht. Dürfte reichen. Ich hoffe, dass diese kleine Unannehmlichkeit meinerseits mit dieser Beschäftigung sich nicht negativ auf den Kanal auswirkt. Wir hoffen es einfach mal. Ansonsten werde ich andere Prestige-Maßnahmen oder alternative Maßnahmen, hört sich eher besser an, Alternativmaßnahmen ergreifen müssen, weil dann der YouTube-Channel doch irgendwo einen gewissen Vorrang hat, sprich nicht Vorrang, sondern, also nicht der Vorrang statt Arbeiten YouTube, ich meine eher dann den Vorrang YouTube statt 8 Stunden irgendwo blöd zu gammeln und Jobs zu suchen, die es nicht gibt. In dem Sinne bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Februar, ja, und einen schönen März, aber im März wird dann schon selber noch eine News kommen. Gut, in dem Sinne, ich bin raus, habe euch lange zugecast. Bis dann, Leute, haut rein.